wunderbar. Herzlichen Dank. Seht euch das an. Na? So ein schönes Wetter wie heute haben wir nie in England. Eigentlich regnet es immer. Tja, und weil es so schön ist, kommen heute ein paar Freunde vorbei. Da werden wir garantiert nicht in der Wohnung bleiben, sondern machen lieber ein schönes kleines Picknick und spielen ein bisschen Fußball. Das wird super. Hallo Mann. Jamie, wie geht's Ihnen? Gut, und Ihnen? Auch gut. Ich brauche einen schönen großen Flattermann. Okay, was haben Sie da? Zwei, drei verschiedene Größen? Es hängt davon ab, was Sie wollen, was für ein Gericht Sie kochen wollen. Wir haben hier ein schönes, großbrüstiges Biohuhn. Ja. Die sind aus Wales, die kommen von einem kleinen Züchter dort. Oder die Vögel, die wir hier selbst züchten, das machen wir jetzt seit 4 Jahren. Die haben sehr viel Fleisch und sind frei von Zusätzen. Das sind Hühnchen, wie wir sie noch von früher kennen, sehr traditionell. Und wirklich gut im Geschmack. Die werden aufgezogen das wie die Hühner also in Frankreich. Sind das also auch Biohühner? Ja, die kommen zwar aus dem tiefsten Essex, sind aber fantastische englische Biohühner. Also okay, was möchten ich habe mich schon entschieden, ich nehme den größten Vogel aus Essex. Mit schön viel Fleisch an den Schenkeln. Okay, dann nehmen wir den hier. Der hat fast 2 Kilo und ganz saftige Keulen. Okay, wie viel macht das? Genau 79. Wunderbar. Ich danke Ihnen vielmals. Okay, vielen Dank. Und alles Gute. Ja, Ihnen auch. Ja, prima. Ich habe hier ein wunderbares Hühnchen von Mr. Mallet. Okay, was werden wir damit machen? Tja, mit einem Hühnchen macht man wohl ein richtiges, tolles Hühnchengericht. Also bei Hühnern und Picknick ist die Sache ja die. Man isst immer so ein paar grauenvoll, schrecklich kalte, festgewordene Hühnerbeine und so. Was ich dagegen machen möchte, und das ist schon seit langem zur Manie geworden, weil nämlich meine Frau jedes Wochenende möchte, dass ich ein Brathähnchen mache und irgendwie finde ich es total langweilig, jedes Mal dasselbe zu kochen. Okay, ich habe hier ein wunderschönes Bio-Freilandhühnchen gekauft. Und was ich vorhabe ist, ich habe noch ein paar nette kleine Tipps. Setz ein bisschen Wasser auf. Ich nehme jetzt eine schöne Zitrone und ich werde die jetzt nicht einfach in das Hühnchen reinstopfen, so wie ihr es sicher erwartet habt. Nein, ich tue sie so, wie sie ist, in kochendes Wasser. Und da wird sie ungefähr 10 Minuten drin bleiben. Dadurch wird die Schale ganz weich. Und innen, da ist sie tierisch heiß, weil die Schale quasi die Hitze bewahrt. Und dann stecht ihr sie mit einem Messer ein und schiebt sie in den Hühnerbauch. Ganz einfach. Dieses Aroma und die Hitze sorgen dafür, dass das Hühnchen schneller gart und der Geschmack direkt ins Fleisch geht. Das ist ein wirklich guter Tipp. Okay, jetzt werde ich eine kleine Marinade machen. Dazu brauche ich etwas Salbei. Nehmt einfach eine schöne große Handvoll. Denn Salbei und Huhn, das ist eine fantastische Kombination. Okay, nicht vergessen, ich werde das Salbei waschen. Jedes Mal, wenn ihr Kräuter habt, wie Rosmarin, Salbei, Thymian, einfach die Blätter unter heißes Wasser halten oder in einen Topf mit kochendem Wasser stecken. Das Ganze für ungefähr 10 Sekunden. Und das bewirkt Folgendes. Sie fangen sofort an zu riechen und das ist ein Zeichen dafür, dass die wunderbaren Öle aus den Kräutern heraustreten. Boah, die wunderbaren Aromen treten heraus und das ist echt klasse. So, dann braucht ihr eine ordentliche Prise Salz. Und jetzt wird alles zerstoßen. Wenn ihr keinen anständigen Mörser habt, dann gebt einfach alles in einen Metallmessbecher und schlagt mit einer Teigrolle drauf. Seid ein bisschen einfallsreich in der Küche. Okay, jetzt brauche ich noch ein bisschen Pfeffer. Rein damit. Das könnt ihr mit jedem Kraut machen. Ist egal, was ihr nehmt. Und, ihr könnt natürlich auch eine Mischung von Kräutern nehmen oder ihr legt euch auf eins fest. Aber wenn ihr die Kräuter vorher unter warmes Wasser haltet und anschließend zerstoßt, dann wird das Essen wirklich fantastisch. Das schwöre ich euch. Die Arbeit dauert nur ein paar Minuten und das Ergebnis ist sensationell und das Essen ist nicht langweilig. Und wenn ihr das zerstoßen habt, ich habe sogar die Schale von den Knoblauchzehen dran gelassen, die muss man nicht schälen, die fällt sowieso ab. Dann fügt etwas Olivenöl hinzu und das bewirkt, dass die ganzen Aromen freigesetzt werden und diese Marinade reibe ich gleich über das Hühnchen. Und los geht's. So, alles rüberschütten und dann kräftig einreiben. Also hier muss man wirklich nicht vorsichtig sein, denn die Marinade ergibt das Aroma, das wir brauchen. So, die Zitrone war ein paar Minuten im heißen Wasser. Und ich schwöre euch, innen drin ist sie wirklich kochend heiß. Okay, ich habe die Zitrone jetzt eingepickt und mache Folgendes. Ich nehme die Zitrone und schiebe sie in das Hühnchen hinein. Das verschließt man wieder. Die Zitrone ist ja schon sehr heiß, sodass das Hühnchen sehr schnell garen wird. Normalerweise dauert es ja seine Zeit, bis die Hitze in das Hühnchen hineindringt. Aber jetzt ist es gleich von Anfang an heiß und dadurch gart es schneller. Und wenn ihr hier draußen diese Knochenenden habt, dann zwickt sie einfach ab, denn sie können alles verhunzen. So, jetzt mache ich Folgendes.
Normalerweise, wenn ich das Hühnchen zu Hause essen würde, dann könnte ich es jetzt nehmen, wie es ist, und in den Ofen hauen, bei 250 Grad für eine gute Stunde. Und dann hätte man ein wirklich fantastisches Brathähnchen. So könnte man das machen, aber für ein Picknick, gerade für ein Picknick, wo wir hier in England und nicht in Kalifornien oder so sind, da gehen wir sogar raus in die freie Natur und machen ein Picknick, wenn es gar nicht so warm ist. Einfach nur deshalb, weil es schön ist, rauszugehen. Und da habe ich mir folgendes Rezept ausgedacht. Und dazu mache ich einfach nur Folgendes. Wahrscheinlich wirkt das total umständlich, aber es ist garantiert idiotensicher. Was ihr herstellen müsst, ist eine Art Teig. Und die Idee kam mir dazu, als ich in Frankreich gearbeitet habe. Da habe ich nämlich gesehen, wie die einen fantastischen Eintopf gekocht haben. Und als sie dann den Deckel drauflegten, war die Geschichte irgendwie wackelig. Da haben die Burschen einfach diesen Teig gemacht, ihn über den Topf gelegt und dann den Deckel wieder draufgesetzt. Und im Grunde genommen war das nichts anderes als eine Art Schnellkochtopf, in dem man alle Aromen einschließt. Ja, man konzentriert sich nur auf die Aromen und mit dieser Art und Weise kann man das Aroma sogar intensivieren. Und ich dachte, aber anstatt nur den Deckel einzusetzen, wieso nicht einen ganzen Fisch oder ein ganzes Hühnchen oder etwas anderes damit umhüllen? Also im Grunde genommen mache ich Folgendes. Ich nehme 1-2 Pfund Mehl. Das hängt natürlich immer davon ab, wie groß der Vogel ist. Dann brauche ich etwas Wasser. Es ist, als würde man Brot backen, aber ohne Hefe. Und deshalb wird der Teig nachher nicht aufgehen. Schüttet einfach etwas Wasser hinein. Ihr fügt so viel hinzu, um einen schönen geschmeidigen Teig zu kriegen. Und es geht wirklich schnell. Und weil das Ganze nachher mit dem Teig bedeckt ist, werden der Salbei, der Knoblauch und die Zitrone, das alles wird einfach unmittelbar in das Hühnchen einziehen. Und der Geschmack wird grandios sein. Ich sag euch, was noch klasse ist. Ich habe hier drüben nämlich ein paar Fenchelsamen. Also Fenchelsamen und Hühnchen, die passen prima zusammen. Deshalb tue ich ein paar Esslöffel davon hinein. Und das Aroma geht ebenfalls in das Hühnchen hinein. Und ich sage euch noch was, wenn ihr das gebacken habt, wird das Brot durch und durch knusprig sein. Und dann könnt ihr Folgendes machen. Ihr nehmt einfach etwas Brot und zerbröselt es ein bisschen und gebt die Stückchen in euren Salat. Dann sind das sowas wie Croutons auf einem Cäsarsalat oder so. Viele Leute in England machen immer wieder denselben Fehler. Sie machen echt langweilige Picknicks da draußen. Aber was wirklich toll ist, wenn man sozusagen aus dem Nichts auftaucht, mit ein paar Freunden im Schlepptau und alle sagen, was ist denn das? Und dann brecht ihr die Brotkruste auf und da drin ist dann ein dampfendes Hühnchen und es riecht fantastisch und ihr könnt sofort loslegen. Also, wenn ihr mich beobachtet, ihr knetet den Teig, bis er schön geschmeidig wird. Und wenn er etwas zu klebrig ist, fügt ihr etwas Mehl hinzu. Und wenn er etwas zu trocken ist, kommt etwas Wasser hinzu. Rollt ihn einfach aus. Streut ein bisschen Mehl auf die Platte und ein bisschen Mehl oben drüber und nehmt irgendetwas, eine Teigrolle oder eine Flasche Olivenöl, was gerade zur Hand ist. Ihr müsst also Folgendes machen. Ihr rollt den Teig ungefähr 1 Zentimeter dick aus und dann habt ihr ein großes Teigstück, so wie dieses hier. Und dann nehmt ihr einfach das Huhn und legt es in die Mitte. Und alles, was noch übrig ist an aromatischem Zeug und Marinade, das kommt einfach oben drauf. Und dann wickelt ihr es ein. Zack, zack, zack. Und ich finde, da ist wirklich nichts Besonderes oder Cleveres dabei. Und am Ende habt ihr einen dicken Klumpen, eine Art Alien. Und dann holt ihr euch eine Zeitung. Nur um den Saft aufzufangen, aber die Hülle ist luftdicht. Und das ist es schon, worum es bei der Zubereitung dieses Gerichtes geht. Denn jedes Mal, ja, wenn ein Huhn gart, dann sollen die Aromen, die Zitrone, die Kräuter, die sollen in das Fleisch hineingehen. Denn normalerweise im Ofen verflüchtigen sie sich und dann ist das Aroma entwichen und wir haben nichts davon. Aber wenn wir diesen Teig drumherum haben, können die Aromen nirgendwo hin. Das Ganze ist dann wie ein selbstgemachter Dampfkochtopf. Okay, ich knall das jetzt in den Ofen. Bei ungefähr 250 Grad. Und schon haben wir die Arbeit erledigt. Okay. Ich brauche ungefähr 2 Stunden. Das müsste reichen, denn der Vogel ist ungefähr 2 Kilo schwer. Wenn ich ihn dann aus dem Ofen nehme, werde ich ihn nicht öffnen, denn er soll ganz langsam vor sich hingaren. Er wird total saftig sein und das Fleisch wird nachher vom Knochen fallen. Und außerdem kann ich ihn im Brotteig mitnehmen. Ich fahre damit zum Picknick, breche den Brotteig auf. Alle werden es lieben. Okay, das Huhn ist also im Ofen und backt vor sich hin. Das Wetter ist gar nicht so übel und ich mache Folgendes. Ich mache noch einen Salat. Und den werde ich einfach ein bisschen schleudern. Ich habe hier drin so eine Art Mischung von Salaten. Ihr könnt eigentlich nehmen, was ihr wollt. Also ich habe da zum Beispiel drin Rucola, Brunnenkresse, Löwenzahn. Nehmt einfach, was ihr bekommt. Jetzt noch ein Tipp, was Salat und Picknick angeht. Ich weiß, wenn meine Freunde das machen, dann gießen sie immer zu Hause das Dressing rüber. Tun das alles nachher in eine Plastikschüssel und am Ende, etwa 2 Stunden später, draußen an der Pampa, da hat man dann einen grässlichen, durchgeweichten, suppigen Salat. Und das ist eklig, denn bei Salat geht es ja darum, dass er knackig ist und schön und man umhüllt ihn erst im letzten Augenblick mit etwas. Ich mache also Folgendes, einfach um die Sache lustig zu gestalten. Ich tue ihn in eine schöne, saubere Plastiktüte. Und dann mache ich ein Dressing.
Aber lasst mich erstmal den Mörser auswaschen. Ich mache ein Dressing, das ich nachher ebenfalls in Plastikfolie tue. Und wenn ich dann angekommen bin und alles vorbereite, öffne ich die Plastikfolie, schütte alles über den Salat und schleudere ihn in der Tüte hin und her. Und dann habt ihr einen frisch angemachten Salat und das ist echt cool. Heute mache ich wieder eins meiner Lieblingsdressings. Und dazu habe ich etwas Basilikum. Und ich sage euch eins, dieser Salat ist fantastisch. Ihr nehmt euch also ein schönes Bund Basilikum und tut es in den Mörser und gebt eine schöne Prise Salz hinzu. Und das werde ich zerstoßen. Richtig ordentlich zerstoßen und zu einem Brei zermahlen. Und dann habe ich hier ein paar Pinienkerne. Die müsst ihr nicht rösten, die sind schon leicht geröstet. Und die rührt ihr einfach ein bisschen darin herum. Wir machen eine Art Basilikum-Pinienkern-Balsamico-Dressing. Und das mache ich folgendermaßen. Ich mache das auf die klassische Art eines Dressings. Ich werde einen Teil Balsamico-Essig nehmen. Auf etwa 3 oder 4 Teile Olivenöl. Und das dürfte im Grunde reichen, um ein ziemlich gutes, wunderbar schmeckendes... Halt noch eine Prise Salz. Und nicht vergessen, wenn ihr ein Dressing zubereitet, dann heißt das, das Dressing muss nicht perfekt schmecken. Es kann ein bisschen zu salzig oder auch leicht sauer schmecken. Denn wenn es nachher die wunderbaren Salatblätter umhüllt, dann wird es milder und ihr werdet feststellen, dass ihr es richtig gemacht habt. Ich schätze so, das hier dürfte genau richtig sein. Ich mache jetzt Folgendes. Ich mache eins von diesen Wraps. So eine Art Verpackung, wisst ihr? Als ich in der Schule war, da haben wir immer Frischhaltefolie genommen. Wisst ihr, wir haben darin immer diese Lunchpakete eingepackt. Frischhaltefolie war ideal. Man konnte alles dicht verschließen und sie hat sich festgesaugt. Man konnte richtige Bälle damit bilden, so wie diesen hier. Und den konnte man knallen lassen. Diese Geschichte fiel mir neulich wieder ein und da habe ich mir gedacht, ich könnte so ein kleines Wrap für mein Dressing machen. Also einfach zusammenfalten. Denn Frischhaltefolie ist ein ziemlich robustes Zeug. Und wenn man sie zweimal faltet, dann ist sie schön fest. Und dann müssen wir einfach nur unser wunderbares Dressing nehmen, es da reinfüllen, den Rest rauskratzen. Und jetzt braucht ihr keinen Krug oder eine Dose, in die ihr das hineinschüttet, sondern nur diese Form, in die ihr diese Folie legt und die jetzt vorsichtig zusammengefaltet wird. Schön dicht die Sache verschließen, so wie ich das tue. Jetzt noch ein bisschen glatt ziehen, aber schön aufpassen, damit sie nicht zerknallt. Noch einen schönen Knoten rein. So kann gar nichts passieren. Das Ding ist luftdicht. Dann habe ich hier meinen Salat im Beutel und mein wunderbar eingewickeltes Dressing. Und zwar in genau der richtigen Menge. Und das tue ich jetzt einfach da hinein. Später reiße ich es auf. Dann wird der Salat geschleudert und dann haben wir einen wunderbaren, frisch angemachten Salat. Dann wird der Beutel etwas aufgemacht. Und die Leute können sich bedienen. Das wird total geil. So, jetzt packe ich mal meinen Kram zusammen und guck mal nach dem Hühnchen. Seht euch das an, wie ein Alien, hä? Das gart jetzt fröhlich weiter vor sich hin. Dass das Huhn auf einer Zeitung liegt, hat folgenden Grund. Wenn ich es nachher herausnehme, dann kann ich es sofort in die Tasche legen. Und ihr könnt euch ausrechnen, dass es nicht am Blech kleben bleibt oder so. Außerdem, wenn da ein bisschen Saft ausläuft, wird er gleich aufgesaugt und meine Tasche riecht nicht nach altem Huhn. Okay, jetzt mache ich Piccalilli. Das ist eine Art, glaube ich, eine Art englisches Pickel, das gut zu kaltem Fleisch passt oder zu Käse. Und wir essen es normalerweise am Boxing Day, das ist der Tag nach Weihnachten, wenn alle noch ihre Reste vom Truthahn und sonstigem Zeug haben. Das ist etwas, das alle Engländer lieben. Es nennt sich Piccalilli, aber fragt mich nicht, warum es Piccalilli heißt, keine Ahnung. Das ist so eine Art Mischmasch von englischem Gemüsepickel und einer indischen Note, nehme ich an. Und ich finde, das Schöne daran ist, man macht es nur einmal im Jahr und es hält sich auch ungefähr ein Jahr. Okay, ich habe hier eine große Kollektion von Gemüsesorten. Da habe ich hier die Stangenbohnen, diese grünen Gartenbohnen, dann kleine Brokkoliröschen, ich habe ein paar Schalotten, ich habe eine Chilischote, ich habe eine Gurke und Fenchel ist auch noch drin. Dann habe ich lediglich eine Handvoll Salz hineingegeben. 2 große Handvoll, meine ich, und etwas Wasser. Und das lässt man dann stehen, wenn es ein Jahr halten soll, dann lässt man es über Nacht stehen. Und das hier, das habe ich nur ein paar Stunden stehen lassen. Da ich weiß, dass es im Laufe der nächsten paar Monate gegessen wird. Okay, als erstes brauche ich etwas Kumin. Davon nehme ich einen Teelöffel. Und dann brauche ich noch 2 Teelöffel Senfkörner. Dunkle Senfkörner. Die findet man übrigens auch in diesem Grobkornsenf. Okay, die Inder verwenden es sehr häufig. Dann nehme ich 2 Teelöffel Kurkuma. Und das sorgt für dieses ganz wunderbare, durchdringende, milde Aroma und diese wunderbare orangene Farbe. Die Pfanne ist mittelmäßig heiß, sodass alles wieder zum Leben geröstet wird. Dann nehme ich noch 1 Teelöffel Senfpulver, englisches Senfpulver. Ich schätze, das ist die englische Note, die da hinzukommt. Und jetzt brauche ich noch
2 gehäufte Teelöffel Mehl, das wird die Sache leicht andicken und noch etwas, damit es klappt. Und jetzt brauche ich noch Muskat. Muskat kommt auch aus Indien. Die Inder haben das schon immer verwendet, denke ich. Aber ich glaube, Muskat gab es in England schon vor ein paar hundert Jahren. Es war ein wesentlicher Bestandteil der Marmeladen und auch Chutneys, Pickles und Stews und anderen Sachen. Und anstatt seiner Frau oder Freundin einen Diamantring zu kaufen, da waren Gewürze eben der Hammer. Gewürze hatten früher einen ganz hohen Stellenwert und die waren sehr wertvoll, weil sie einen enormen Transportweg hinter sich hatten. Die kamen aus fernen Ländern und sie spiegelten Reichtum wider. Sie waren sowas wie ein Aston Martin und wenn man früher Safran geschenkt hat oder selbst sogar Salz, das war total romantisch und wahnsinnig teuer. Denn es hat dem Essen einen Geschmack gegeben, den man zuvor nicht kannte. Ein Geschmack, der kam sozusagen aus dem Nichts. Wisst ihr, wenn ich meiner Frau eine kleine Dose Safran oder Salz schenken würde, würde sie glatt sagen, was ist das denn? Schaff das wieder weg und besorg mir ein paar Diamanten. Nein, vor 2 oder 300 Jahren, da waren Gewürze mit Sicherheit das Coolste überhaupt, das man einer Frau schenken konnte. So, jetzt brauche ich Essig. Wo ist mein Essig? Und was ich noch hinzufügen will, ist, wenn Leute aus anderen Ländern kamen, um den König und die Königin zu besuchen, dann haben sie ganz häufig Gewürze oder solche Sachen mitgebracht. So, der Essig wird einfach hinzugefügt. Und jetzt werde ich das Ganze ein wenig mit dem Schneebesen schlagen. Ich bringe es zum Kochen. Und es ist irgendwie cool, denn der Geruch, der geht einem ganz schön in die Nase. Aber das ist gut. Ich schätze, das ist auch irgendwie das Komische daran. Denn der englische Senf zum Beispiel, der ist wirklich scharf, der geht einem in die Nase und da drehen die Augen. Aber nach 3 Sekunden ist alles weg. Dann ist der Rest vorüber, aber bei Chili, wisst ihr, bei Chili, der hält es 5 oder 10 Minuten an. Ihr könnt natürlich kalte Milch trinken und gurgeln, um ihn sozusagen zu entschärfen. Aber es ist ganz nett zur Abwechslung mal Senf zu benutzen. Das Gemüse wird abgegossen, noch eine Weile abtropfen lassen. Jetzt kommt auch noch Ingwer dran. Das ist ein schönes, frisches Aroma. Und ich weiß, im Original Piccalilli wird getrockneter Ingwer verwendet, aber ich finde, wenn man frischen hat, sollte man den auch verwenden. Der ist heutzutage überall erhältlich. Manchmal vergisst man, was man für ein Glück heutzutage hat, denn man lässt sich irgendwas aus anderen Ländern liefern und das ist nur 1 oder 2 Tage unterwegs. Aber früher, da war es, bevor es Elektrizität gab und Flugzeuge und so, da war das monatelang unterwegs. Um die Sachen von einem Land zum anderen zu befördern, da hat man die Gewürze getrocknet. Okay, ich werde jetzt den Ingwer einfach reinreiben, direkt in die Pfanne. Ingwer ist ein fantastisches Gewürz und abgesehen davon ist er auch wirklich sehr, sehr gesund. Und er ist frisch und fruchtig und kommt in jedem Gericht gut zur Geltung. Da kommt noch etwas Knoblauch rein. Ihr könnt euch ja vorstellen, als die Gewürze anfangs nach Großbritannien kamen, das muss eine wahnsinnig interessante Zeit gewesen sein. Die mutigen Seemänner waren weit gereist und waren vielleicht ein halbes Jahr unterwegs. Und dann kamen sie zurück mit Bildern und Töpferwaren. Mit diesen Gewürzen, die man zum Kochen verwendet hat oder um daraus Medizin herzustellen oder zum Einreiben. Für die Köche muss das damals sicher eine aufregende Zeit gewesen sein. Aber in den alten Büchern, die ich mir angeschaut habe, da haben sie, was Gewürze angeht, viel zu viel verwendet. Es war fast so, als hätten sie damals angegeben. Das ist eine interessante Tatsache. Der Knoblauch und der Ingwer ist drin. Jetzt werde ich noch eine Handvoll Zucker hineingeben. Wo ist mein Zucker? Um dem Ganzen sozusagen diesen süß-sauren Kick zu geben. Ein paar Esslöffel reichen. Wir wollen es ja nicht übertreiben, nur um den Essiggeschmack zu mildern. Und das Ganze wird jetzt zum Kochen gebracht. Rein mit dem Gemüse. Das wird jetzt gut durchgemischt. Und dann mache ich Folgendes. Damit ist es dann für mich eine runde Sache. Ich schneide etwas Mango hinein. Ich halbiere die Mango, natürlich direkt neben dem Kern. Und ich schneide jede Hälfte in 4 Teile. Ich denke, das ist die einfachste Methode, sie zu schälen. Einfach mit dem Messer an der Schale entlang. Hier, genau so. Die ist noch ein wenig unreif. Aber ich denke, das ist ganz gut. Denn wenn ich anfange, sie mit dem Gemüse zu kochen, dann zerfällt sie nicht und bleibt total lecker. Und das Ganze mit ein bisschen Käse, das wird fantastisch. Okay, und rein mit der Mango. Und als letztes schnappen wir uns einen roten Apfel. Und den reibe ich einfach. Das wird fantastisch. Der kommt da auch rein. Jetzt lasse ich das Ganze für ungefähr 6 Minuten köcheln. Und das ganze Gemüse sollte nachher noch al dente sein, sozusagen von der Soße umhüllt. Ich werde es jetzt runterdrehen, damit es nur noch köchelt. Dann kommt der Deckel drauf. Und das wär's schon.
Ein fantastisches Gericht. Das lassen wir jetzt köcheln. Und jetzt will ich noch einen total einfachen Drink zubereiten. Dazu brauche ich Holunderblütensirup. Den kann man in kleinen Fläschchen kaufen. Man bekommt dieses fantastische Fruchtkonzentrat. Schmeckt unvergleichlich. Ich mache Folgendes. Also, wer noch nie Holunderblütensirup versucht hat, sollte ihn sich schleunigst besorgen. Er ist einfach unglaublich. Den Drink, den ich daraus mache, der wird ein bisschen zu stark sein. Also nehme ich eine halbe Flasche von dem Konzentrat. Das reicht für etwa 10 Leute, würde ich sagen. Und dann kommt Basilikum rein. Ruhig ein paar Zweige. Und dann brauche ich Eis. Und das Basilikum wird nicht stark durchdringen. Es gibt nur einen Hintergrundgeschmack und eine gewisse Frische. Das Eis kommt da rein und jetzt wird alles mit Wasser aufgefüllt. Füllt es auf, aber es ist immer noch viel zu stark, um es zu trinken. Und wenn ich nachher draußen beim Picknick bin, werde ich noch ein paar Flaschen Mineralwasser hineinschütten und die Sache kräftig miteinander mischen. Das wird ein wirklich erfrischendes Getränk. Also, Basilikum, Eis, Wasser, das war's dann auch schon. Okay, was macht unser Piccalilli? Das war jetzt 5 oder 6 Minuten auf dem Feuer. Ich werde am besten mal was mit dem Gemüse probieren. Seht euch diese Wahnsinnsfarben an, das ist doch umwerfend. Ah, heiß. Oh, das liebe ich. Und hier habe ich ein sterilisiertes Glas. Denn ich will das Zeug ja 6 Monate aufbewahren. Das wird klasse. Und weil es jetzt so schön heiß ist und alles wunderbar gegart wurde, gebe ich das jetzt einfach in das Glas hinein. Und das kann ich nachher im Kühlschrank aufbewahren. Es ist schön, wenn man sowas auf Vorrat hat. Da kann man im Handumdrehen ein paar Sachen zaubern. Schön bis oben hin füllen. Runterdrücken, damit das Glas schön voll wird. Und darauf achten, dass genug Soße drin ist. Dann noch den Gummiring oben drauf und ordentlich verschließen. Hier, das ist ein luftdichter Deckel und das kommt nachher in den Kühlschrank. Ich bin sehr happy damit und für das Picknick nehmen wir den Rest, den ich zubereitet habe. Seht euch das an, geil. Deckel drauf. Klasse. Dann will ich mich mal auf den Weg machen. Ich habe meinen Salat, habe alle Kleinigkeiten zusammengepackt und das Huhn sieht gigantisch aus. Ah, seht euch das an. In Ordnung. Hoffentlich fängt es sich an zu regnen.